Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Christian, wieder zurück auf YouTube mit einem neuen kleinen Video zum Spiel Clash of Clans und natürlich wie immer standardmäßig im Hintergrund mein Dorf. Und ja, das heutige Thema dieser kleinen Folge soll sein der Clankrieg gegen den Clan. Warte, ich zeig's euch gleich. Na, letzten Goldmin noch. So, gegen den Clan Voltron aus dem Land international, keine Ahnung, auf alle Fälle was englischsprachiges. Show respect for everyone, ja genau, was englischsprachiges auf alle Fälle, welches Land, keine Ahnung. Und ja, ich bin in dem Clown-Krieg nicht dabei auf alle Fälle. Es sind halt 10 gegen 10, glaube ich. 10 aus unserem Clown und 10 aus dem Gegner-Clown, weil ich habe derzeit meine Königin im Ausbau, ihr seht's, noch 5 Tage und 21 Stunden, dann ist die auf Level 15. Dann werde ich vielleicht mit der Clown-Krieg mitmachen können, aber jetzt zurzeit nicht, weil die eben im Ausbau ist und ohne die Königin ist es im Clown-Krieg halt etwas scheiße, sag ich mal. Und ja, da wollte ich euch mal einen wunderschönen Angriff, also aus meiner Sicht wunderschönen Angriff zeigen. Und zwar auf den Niklas. Und zwar hat ihn der Tank aus dem Gegner-Clown angegriffen, er hier, der erste, aus dem Gegner-Clown hat ihn angegriffen. Und ja, den habe ich mir vorhin mal angeguckt, den Angriff, und den fand ich wirklich mega klasse, muss ich sagen, also fand ich richtig gut. Und zwar hat er einen Bogenschützen Level 6. 3 Mauerbrecher Level 5, 4 Magier Level 5, 1 Heiler, 3 Schweinereiter Level 5, also Max. Dann die Hauptsache 21 Max Valkyren, die Clownburg, den König, die Königin, 1 Heil, 2 Wut und 1 Sprungzauber. Und ja, ich fand gleich den Anfang übelst spitze, muss ich sagen. Und zwar, wie er die Clownburg gelockt hat. Er hat natürlich die Schweinereiter vorgesetzt, logischerweise. Na, wo ging's los? Hier, die Schweinereiter auf den Turm gesetzt. Die machen diesen Turm gleich kaputt. Das war eigentlich wirklich einwandfrei durch Burn, muss man sagen. Also richtig schön gemacht. Richtig mit Köpfchen. Ja, und jetzt, ihr seht es hier an der Ecke, vielleicht müsst ihr kommen. Der Heiler. Das habe ich noch nie gesehen, damit jemand mit einem Heiler die Clownburg lockt. Wirklich richtig geile Sache, muss man sagen. Richtig fein. Jetzt aber die anderen Sachen gesetzt, damit die Truppen eben, also die CB-Truppen eben nicht auf den Heiler gehen, sondern eben auf die angreifende Truppen. Wirklich richtig, richtig geil gemacht. Also muss ich sagen, kann man sich definitiv eine Scheibe abschneiden, wie das machen. Mit dem Heiler, noch nie so gesehen. Richtig geil. Und ja, er hat jetzt alle Valkyren gesetzt, alles auf einen Punkt. Und ich muss sagen, er hat während des Angriffs etwas Glück gehabt, manchmal muss ich sagen. Aber hat er halt einfach verdient, weil ich drücke mal kurz Pause. Hier, ihr seht's, die Valkyren laufen jetzt links und rechts, wo diese zwei freien Felder sind hier. Also neben vor der Kanone. Und neben dem rechts zerstörten Gebäude liegen zwei Riesenbomben, zum Beispiel. Da hat er Glück gehabt, dass er wirklich niemand reingelaufen ist jetzt, sonst hätten die Valkyren schon mal ordentlich Schaden gekriegt und so. Und hat er dann den einen Heiltrank schon rausschmeißen müssen. Aber so wirklich richtig Schwein gehabt. Seht ihr da noch? Und die Valkyren wirklich, die gehen da jetzt dazwischen, zwischen das Rathaus, die Teslas und Clownburg. Wirklich so geil, wie die hier alles zerstören. Ihr seht selber, das Rathaus war down, alle vier Teslas außenrum waren so schnell down. Mega geil. Ich habe die auch auf Level 4. Aber ich muss sagen, ich nehme die nicht allzu oft. Ich weiß nicht so richtig warum, aber ich nehme die halt nicht ganz so gerne, muss ich sagen. Aber die sind wirklich, wenn man sich das anguckt hier, sind die wirklich richtig stark, ihr seht's. Und ja, die Truppen gehen jetzt alle etwas hier runter und nicht hier hoch. Und ja, das ist eigentlich auch Glück gewesen irgendwie, dass dann die Truppen dann doch noch zeitlich es dort hochgeschafft haben und dann alles noch zerstört haben. Aber ja. Die Valkyren, ja, also ich habe wirklich gesagt, ich habe so einen Angriff in der Kategorie fast noch nicht gesehen, sowas Feines. Also muss ich sagen, die Clownburg gelockt, also da kann man sich wirklich eine Scheibe abschneiden, wie man sowas Feines macht. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Werde ich vielleicht auch mal probieren, aber mir glaubt das wahrscheinlich nicht klappen. Aber von der Sache her natürlich nicht schlecht, weil der Heiler, wenn er keine Truppe zum Heilen hat, bleibt an einer Stelle stehen. Und somit kann man ihn auch ganz weit abseits setzen, wo kein Gebäude ist, was die Truppen anlockt. Und deswegen ist es einfach eine feine Sache, solange er nicht gekillt wird. Aber der Heiler, na gut, ich weiß nicht, warum er den mitgenommen hat. Wahrscheinlich nur für die Clownburg zum Locken. Weil sonst hat er ja keinen Heiler gebraucht, würde ich sagen. Aber naja, das wird er selber wissen. Da wird er auch schon Erfahrungen mit gehabt haben. Er sieht's hier außen, die zwei Riesenbomben jetzt. Und wieder Glück. Also er hat's gesehen. Erst der Bogenschütz durchgelaufen. Er löst zwei Riesenbomben aus und nicht die drei von Valkyren, die durchlaufen. Sondern einfach der Bogenschütze. Da hat er wieder richtig Schwein gehabt, dass das so geklappt hat, sonst waren die Valkyren, glaube ich, auch fast down gewesen. Hat er wirklich mega Schwein gehabt, aber na gut, wenn man den Angriff so gut durchplanen, sage ich mal, gehört auch das nötige Quäntchen Glück dazu, um hier ordentlich was zu holen. Bin ich wirklich, muss ich sagen, ein bisschen neidisch drauf auf so einen guten Angriff, weil ich schaffe meistens im Clankrieg nur 2 Sterne
Und das mit Max-Truppen und er schafft hier mit teilweise nicht mehr ganz Max-Truppen und mit einem 11er König und einer 10er Königin schafft er hier die 3 Sterne. Respekt, kann ich dir nur sagen. Einfach Respekt. Richtig fein. Gut. Jo. Dann gehen wir mal zurück. Zeige euch mal vielleicht noch einen Angriff von unserem Team. Und zwar von unserem Team auf den ersten, von dem LOL aus unserem Clown auf die Nummer 1 vom Gegner. Jo, ich drücke kurz Pause. Er hat 5 Barbaren Level 6, 2 Burgenschützen Level 6, 10 Mauerbrecher Level 5, 16 Magier Level 5, 3 Schweinereiter zum Clownbrücklocken, 3 Golems, 2 Hexen und die Standardsachen sonst noch. Und ja, er hat den Voltron angegriffen. Die Base finde ich, muss ich sagen, auch nicht ganz verkehrt. Gibt es durch verschiedene Meinungen drüber, aber ich fand die Base nicht ganz so verkehrt. Ich muss mal ein Stück rauszoomen. Na, wurde angegriffen. Die Schweinereitern hier drüben die Clownbrücke lockt, wirklich richtig gut gemacht. Weil sonst kann man die Clownbrücke auch kaum locken, wie man es hier sieht. Außer auf diesen Sidepunkten. Richtig, richtig fein. Und ja. Ein Stück vorspulen. Sonst dauert es jetzt so lange die ganze Geschichte. Hat aber, es hat auch nicht in der Clownbrücke. Eine Hexe oder zwei Hexen? Ich sehe es gerade gar nicht. Oh, steht ganz üben. Ja, eine Hexe, ne, zwei Hexen in der Clownbrücke. Richtig stark, zwei Hexen. Magier. Und ja, die machen hier schon ordentlich. Die halten die Königin von LOL schon ganz schön auf, muss man sagen. Und ja, er greift zeitlich an mit den Golems. Die Mauerbrecher vorne weggesetzt. Die Magier hinterher. Es ist ein Go-Y oder wie auch immer das man nennt. Nur Golems und Wizards. Angriff auf alle Fälle. Go-Y Angriff, keine Ahnung. Und ja. Er hat hier eben am Ende die 2 Sterne geholt, wie ihr es schon gesehen habt. Er greift auch mit ein paar Valkyren an. Ich glaube, er hat die Valkyren, glaube ich, sogar 2 von mir. Ich weiß es aber gerade nicht mehr, weil ich hatte auf einer Fälle gestern Abend auch noch welche gespendet gehabt. Und ich glaube, 2 waren von mir. Aber ist auch egal. Er hat die 2 Sterne eigentlich hier solide geholt, sage ich mal. War nicht verkehrt. Das Rathaus geht jetzt auch ziemlich schnell down durch die Hexe und die Königin. Ja, und der König kommt jetzt auch noch schön hinterher. Hat er richtig fein gemacht. Den König jetzt erst gesetzt. Damit er dann nicht außen rum irgendwo langläuft. Also richtig gut gemacht, damit der König jetzt auch mit in die Mitte läuft. Auch eine feine Sache. Und ja, also jetzt die 50% sind locker erreicht und das Rathaus auch noch mit. Aber für die 3 Sterne hat es eben nicht gereicht. Weil eben, ja, es war eine, ja, nicht maxed out 9 Base, aber es war schon eine ziemlich gute RH9 Base. Magierturm, ja, passt schon. Tesla sind auch schon maxed. Die 11er Kanonen und 11er Bogenschützentürme auch schon ziemlich gut. Ja, war eine gute Base, war aber auch ein starker Angriff. Passt soweit. Gut, machen wir mal ein Stück Vorsprung noch. Mehr passiert da eh nicht. Die kämpfen sich jetzt noch an den Mauern kaputt. Und ja, ihr seht jetzt 64%, 43.600 Gold geholt, 52.000 Elixier, 290 Dunkles. Und ja, nicht verkehrt auf alle Fälle. Und ja, das soll es auch zu diesem heutigen kleinen Video erstmal gewesen sein. Und zwar muss ich noch dazu sagen, erstmal muss ich mich entschuldigen, damit ich in den letzten Tagen nicht allzu aktiv war auf YouTube. Und ich muss dazu sagen, dass es aus privaten Gründen wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch kein Video geben wird. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich könnte es mir vorstellen. Und ja, da will ich mir nicht mehr zu sagen erstmal. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut Leute, bis zum nächsten Video, euer Christian.